Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part hier in WIG 3. Ich baue gerade meine Industrie aus, nachdem wir sehr, sehr viel automatisieren konnten, was echt praktisch ist. Dadurch haben wir nämlich Arbeitskräfte frei. Die haben wir quasi mit Kohle kompensiert. Da würden jetzt alle wieder sagen, oh nein, das vernichtet die Arbeitsplätze, wie furchtbar. Aber tatsächlich ist das natürlich das Beste, was passieren kann. Hatten wir ja vorher auch an die Zuschauer im Livestream die Diskussion mit künstlicher Intelligenz. Das ist ja so eine Gefahr für die Wirtschaft. Ja, ich verstehe halt einfach nicht, warum. So, wer macht gerne stupide Arbeit? Aber gut, auf jeden Fall, was wichtig ist, ist, wir haben hier oben jetzt ziemlich viel ausgebaut. Das bedeutet, wir können Brutales durchgreifen und den Straßenerhalt rausnehmen, weil wir bauen ja gerade in Pennsylvania wie verrückt und es dauert ja ewig. Das heißt, hier den Straßenerhalt reinzupacken und in New York mal Migrationsanziehung, also grüne Wiese zu machen, bringt uns, glaube ich, signifikant mehr. Jetzt haben wir leider 5 Autorität zu wenig. Ist aber auch nicht schlimm, weil das die Erlasszeit reduziert. Ich würde nämlich ganz gerne hier jetzt noch... es gibt eine Beschlussblockade, ich habe mich schon gewundert. Okay, unsere Regierung ist furchtbar, aber wir haben gleich Wahlen, da kann man das ändern. Weswegen ich den Part aber anmoderiert habe, ist zum einen, weil mir gesagt wurde, dass Russland höheres BIP hat als ich, das ist belastend. Das kriegen wir aber noch, das holen wir noch ein. Pass mal auf, wenn jetzt gleich die amerikanische Wirtschaft losrollt, dann geht's, also tatsächlich wird die gleich losrollen, weil wir diesen Stahlbeton erforschen und dann geht unser Bausektor in die Höhe und dann werden wir bauen wie die Blöden, tatsächlich danach noch mit dem Stahlskelettbau erst recht. Aber jetzt mit Stromerzeugung kriegen wir auch nochmal Arbeitskräfte. Aber wenn ich so drüber nachdenke, habt ihr recht. Wir sollten eigentlich nochmal irgendwo, wo es passt, in Georgia zum Beispiel, müssten wir eigentlich nochmal die Bausektoren hochbauen. Wir bauen gerade viel zu langsam. Vor allem habe ich ja noch Möglichkeiten, quasi die Steuern wieder hochzuschrauben. Also es ist ja jetzt nicht so, also okay, wir sind schon recht weit oben, aber könnten da ja schon noch ein bisschen was machen. Dementsprechend, ja. Sollten wir da was machen? Jetzt ist aber erstmal wichtig, dass ich mich entmute, damit ich dem guten Tom helfen kann bei seinem Krieg. Ich habe übrigens ein bisschen verkackt. Ich wollte noch andere Kriegsziele hinzufügen, aber ich habe jetzt das Wichtige auf jeden Fall. Was das Wichtige? Okay. Chemo habe ich. Wieso hast du es eigentlich letztes Mal noch nicht schon genommen? Ja, weil ich Savoyen und Provence genommen habe. Ah, okay. Dann ist bei mir eine Wahl in 128 Tagen. Meine Regierung ist einfach so am Arsch. Fruchtbar. Weil wir unterscheiden uns in gewisser Weise von den Amerikanern, die alles und immer jetzt sofort. Die Mentalität. Oh, ich kann Demokratische Partei des Momentum zerstören. Das ist natürlich wunderbar. ich sagte, ich krieg die Landowner wieder marginalisiert. Das ist eigentlich immer so mein Ziel in jeder Runde. Ich gehe nämlich immer so auf die Nerven. Mhm. Wie weit bist du denn damit? Wir haben 6% oder so noch. Ja, okay. Acht. Die musst du auf unter 4 kloppen, ne? Ah, ich dachte 5. 5, ab 5 sind sie wieder nicht marginalisiert und um sie zu marginalisieren, wieder, müssen sie unter 4. Kann auch vollkommen falsch sein. Das ist die Frage, helfe ich dir gerade irgendwo aktiv? Wahrscheinlich nicht, weil meine Truppen nicht mal wirklich was großartig... Die ploppen ja nicht mit rein im Regelfall, oder? Gerade nicht. Gerade sterben nur Genossen. Das ist natürlich unglaublich tragisch. Also dieses, ich trauere um jeden Kommunisten, der stirbt. Ja, und aber wir befreien gerade die Italiener vom Faschismus natürlich. Das ist natürlich gut. Ich hätte ja einfach die Steuern senken können, dadurch wäre die Legitimität hoch und mein Gesetz wäre durchgekommen. Das ist doof. Naja. Gut, nicht auf einmal gelaufen. Ich glaube, ich kann das Gesetz eh abbrechen. Das wird wahrscheinlich die nächste Wahl nicht überleben. Aber gut. Dann beenden wir das an der Stelle mal. Dann sind die Leute auch ein bisschen weniger sauer auf mich. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Sieht so politisch aus, haben die Leute sich davon erholt? Nicht wirklich. Die nehmen die Sache mit der Rassentrennung, glaube ich, in Teilen immer noch übel. Mit der Sklaverei. Aber der Krieg so in Summe läuft gerade gut, oder? Hier die wichtigste Front. Ja, da läuft es nicht so optimal. Ah, die haben 67 Defensive. Wieso hast du nur 47 Offensive am Land? Weil meine Armee halt fantastisch ist, einfach. Ach so. Ich bin jetzt hier einmal fancy Screenshot fürs Thumbnail. Du musst jetzt später nicht machen. So. Von dem ehrenwerten Krieg zwischen den Franzosen, den Amis und den auf der Gegenseite der Italiener. Wir verlieren ja, warum? Fällt mir ein, ich habe jetzt so viel, ich habe wirklich dafür gesorgt,
dass ich so viel Arbeitskräfte freistelle, dass ich, glaube ich, echt wieder Arbeitslose habe. Theoretisch irgendwo. Bauern. 7 Millionen. Ups. Aber die haben zum Glück kaum politische Stärke. Die sind so, auf die hört keiner. Also du solltest echt mal irgendwie deine Dinge in den Griff kriegen und die Zustimmung deiner Militärs, falls du das nicht hast. Militär, die sind gerade immerhin nicht neutral, die sind immerhin nicht unzufrieden. Wie führst du den Kommunismus ein mit den Industriellen? Wie machst du das? Du bist eine Monarchie? Weißt du, wie weit du vom Sozialismus weg bist? Okay, Gehaltssubvention, fairer Punkt, aber trotzdem. Ja. Da steckst du nicht drin, einfach. Da. Wir geben unser Bestes. Aber diese ganzen Revolutionen, wir arbeiten an der Versammlungsfreiheit, wenn die mal nicht wieder blockiert werden von den komischen Industriellen, die meine Regierung stellen. Ist natürlich ärgerlich. Ist ärgerlich. Hier nochmal ein bisschen Sprengstoff herstellen. Okay, ich habe langsam in New York echt ein Problem. Mit dem Holz habe ich auch ein Problem, aber ich glaube, das löst sich später, sobald ich diese elektrischen Motorsägen erforscht habe. Das baue ich. Und hier, ich weiß, egal wie viel Eisen ich baue, das ist zu wenig. Ich glaube, ich übertreibe da jetzt komplett. Also wirklich, ich nehme da jetzt. Oh, verdammt, jetzt habe ich mich verdrückt. So. Oder jetzt 50, also nochmal 20 hoch, damit ich auf 50 komme. Ich müsste dafür wahrscheinlich in Pennsylvania nur definitiv die Eisenbahn vorher ausbauen, sonst geht das schief. Zwischenhalt. Ja, dann geht auch meine. Hier, halt Fortschritt. Ah, das sieht doch gut aus. Jawohl, ich habe Fortschritt. Müssen die Jagd priorisieren. Nee. Friedliche Absicht, bitte friedliche Absichten. Weißt du, ich bin gerade so einfach auf RNG. Weißt du, so, ich muss überall hoffen, dass alles gut läuft. So, die Wahlen sind jetzt natürlich ein bisschen. Du sollst das bauen, danke für den Hinweis, aber es ist tatsächlich kein Weltuntergang, wenn ich es nicht tue. Aber ja, klar, ich sollte natürlich bauen. Kohle kann ich auch noch ein bisschen ausbauen. Ist halt immer so ein bisschen Schmiermittel für die Wirtschaft auch. Wenn ich die ganzen Sachen ausbaue, also die ganzen Rohstoffe, ist das natürlich sehr angenehm. Jetzt nur das Problem, ich habe in New York nicht mehr die Kapazitäten, hier großartig Werkzeuge auszubauen. Das heißt, ich kaufe die mir jetzt tatsächlich. Oh, Frankreich, danke für 101 Werkzeuge. Immer wieder gern. So, jetzt Baumwolle kann ich tatsächlich inzwischen selber bauen, zumal ich tatsächlich nicht mehr das Problem mit diesen Südstaatlern habe, dass ich die jetzt nicht unnötig stärken will. Das heißt, auch weil, ich glaube, meine Baumwollplantagen gehören inzwischen auch, sind auch börsennotiert. Das heißt, da kann man ganz entspannt bauen. Operation Barbarossa läuft gut. Oh, warte mal. Was ist hier los? Oh mein Gott. Deutschland will Großpolen erobern und... Oh. Ja, da hätten wir ja Schöger den Deutschen unterstützen müssen. Oh, Österreich hilft ihm. Ey, das ist doch ein Traum. Weißt du, die ganzen AfD immer so, ja, Deutschland und Russland, so ein schönes Bündnis. Deutschland, Österreich gegen den Russen. Das ist ein schönes Bündnis. Okay, sieht gut aus. Wenn ich es richtig sehe, steigt dein BIP, wenn du baust und sinkt, wenn du nicht baust. Das ist natürlich klar, logischerweise. Ich meine, Staatsausgaben erhöhen natürlich das BIP. So, die Regierung ist jetzt nicht geil, aber könnte... Oh, 39% mit meiner Lieblingsregierung. Ah ne, fast Lieblingsregierung. Ich hätte gerne die Intellektuellen noch mit drin. Nee. Okay, die Intellektuellen haben ein bisschen ausgedient. Wir müssen jetzt wieder Industrielle und Streitkräfte. Das ist nicht optimal. Aber ich kann zumindest meine private Krankenversicherung beschließen. Das ist schon mal etwas. Ansonsten, wieso habe ich eigentlich so wenig Truppen? Ja, endlich. Ich glaube, ich sollte mal die kurz sich entspannen lassen. Ah, fuck, die brauchen jetzt so lang. Hier, so. Jetzt kann ich mal meinen Truppen aus dem Fall einsetzen. Okay, was macht meine Forschung? Also die Wahlen waren jetzt nicht schlecht. Das passt soweit alles. Ich baue immer noch in Pennsylvania, glaube ich, ziemlich viel. Ja, ich baue extrem viel in Pennsylvania. Ich glaube, ich packe die Chemiefabriken aber erstmal noch runter, weil... Sind eh nicht so wichtig. Ich baue, ihr seht hier, nur Pennsylvania. Und da lohnt sich natürlich mein Erlass, dass wir in Pennsylvania schneller bauen. Massiv. So, das
Sollte eigentlich auch einer der besseren Staaten demnächst werden. 15,7 Lebensstandard. Gut, diese staatliche Baueffizienz minus 10 wegen dem Gebirge ist natürlich hochgradig nervig, aber was willst du machen? Ich könnte auch, wenn ich jetzt demnächst nichts mehr zu tun habe, 90% Loyalisten durch steigender Lebensstandard, das ist nice. Nee. Angeschwollen auf Fluss. Ich revoltiere um 66%. Ja, Gott sei Dank, endlich mal. Die Expedition war auch mal erfolgreich. Hawaii ruft, befreit zu werden. Jetzt wäre natürlich der richtige Zeitpunkt, um Hawaii zu erobern. Wahrscheinlich hat einer gebackdownt oder so. Es ist ja immer ganz tragisch. Solche Kriege entstehen ja nie wirklich, weil einfach solche Bündnisblobs entstehen, dass da nichts passiert. Krakau. Ah, da ist Krakau. Ich habe mich schon gewundert, meinen die mit Krakau wirklich das Krakau? Aber ja, ich weiß jetzt nicht, hat Deutschland gebackdownt oder was war da der Punkt? Und was ist eigentlich mit Persien los? Tom, weißt du, was mit Persien los ist? Mit Persien? Ja. Hoppala. Boah, die haben aber viele Bürgerkriege, ne? Hallo. Hallo. Persien, Iran, ja, was ist denn bei dir los? Ich habe die Sklaverei verboten. Ja. Sind dann plötzlich die Grundbesitzer gekommen und haben sich doch gedacht, nee, wir wollen jetzt rebellieren. Nicht während du es beschließen wolltest. Jetzt, wo du es nicht mehr ändern kannst, da. Kann man dir irgendwie helfen? Nö, das mache ich selber platt. Kriegst du das gerade hin? Ja, ja. Okay. Das sah kurz nicht so aus, als ob du es hinkriegst. Nö, alles gut. Ah, hier persische Aristokratenaufstand hat minus 25. Okay, okay, ja. Dann. Persische Aristokraten? Sind es dann die Opiumplantagenbesitzer oder? Nö, das sind die armen Schlucker. Ne, die haben sich genau das Land rausgesucht, was keine Infrastruktur hat. Die Deppen. Die Aristokraten? Was haben wir denn hier? Schiitische Subsidenzhöfe. Ja, scheint zu laggen. Nick laggt. Ist ja nicht schlimm. Ja, okay, aber ich hab gesehen, du bist jetzt auch endlich da raus aus der Sklavereifalle. Das war ja ein. Ich war ja politisch quasi. Ging ja nix. Und, aber das Schlimme ist, ich habe die Sklavereidebatte, die geht jetzt ja noch 10 Jahre. Bis das mal wirklich durch ist. Ja, ja. Also. Bei mir ist es ein bisschen eskaliert. Ja, ich hätte aber lieber einen Krieg geführt quasi. Zusammen mit Frankreich, die hätten ja wahrscheinlich geholfen. Und dann wäre das wahrscheinlich einfacher gegangen wie jetzt. Schau mal nach Italien. Da passt. Was ist da schönes Zeug? Bist du vorgerückt? Italien kämpft gegen sich selber. Ja, ein wenig. Nur an einer anderen Stelle, als ja, wir stimmt, erwartet haben. Stimmt. Ich hätte schon längst eine Marineinvasion machen können. Das bringt ja viel mehr als alles andere. Wir kämpfen gerade gegen Italien. Ja. Ja. Italien hat rumgemuckt und da mussten wir intervenieren. Sagen wir es mal so. Geht doch. Ah, wobei, warte, das ist mein Forscher, den will ich nicht mobilisieren. Scheiße, zu spät wahrscheinlich. Ah, nee, muss ich gar nicht. Große Ausstellung abhalten. Universität, Gebäudestufe 10 oder größer. Und District of Columbia soll Stadtzentrum 20 oder größer haben. District of Columbia, das... Oh. Hier ist jemand getroffen. Gibt's irgendwas, was man gerade in dich Gewinn bringt, exportieren könnte, Heiko? doch, ja, alles Luxusgüter halt. Tabak, Opium, Tee, Kaffee. Also ich weiß nicht, ob es, also mein Lebensstandard steigt aktuell und die Löhne auch, folglich sollte das eigentlich sein. Warte, wo ist denn der jetzt genau? Liegt auf Columbia. Ist der hier unten? Ist der hier? Das kleine hier, das Delaware, New Jersey. Ich denke gerade den District of Columbia nicht. Das ist jetzt schon wieder Ortskenntnisse minus 10. Perfekt. Heiko? Ja? Ah, hier. Ich hoffe, du hast die Decision, weil ich habe jetzt Western Frontier gemappt. Leute, das ist ja mein, Leute, ist mein Regierungssitz. Ups. Sekunde. Ich muss mal kurz... Ah, da ist jemand aus dem Spiel rausgeflogen. Ich habe eine große Ausstellung abhalten. Ah, eine Grand Exhibition. Ja, sonst ist meine einzige Entscheidung, die ich habe. Oh. Ah, das ist ein See, lol. Ja, das ist echt schlecht. Ich glaube, du bekommst eine.
Washington und Oregon dann nicht. Das ist DD gelöftet. Weiß ich nicht. Ja, das ist natürlich, ich weiß nicht, was das Event normalerweise triggert. Ich habe ja auch, ich habe ja einen Achievement Run gemacht und das ist ja richtig peinlich, ja, weil ich habe mich ja so gefreut und dann habe ich das ja militärisch erobert. Das war ja ein Krampf. War eigentlich mein Naval Invasion so erfolgreich? Ah ne, wir spielen gerade auf 3, deswegen dauert das 100 Jahre. Okay. Deutschland Gebiete von Russland, Russland gebackt down. Das finde ich so schade, so, weißt du, das Projekt geht jetzt so eine Stunde, so. Warum, was halten die Leute davon ab, jetzt noch diesen einen finalen Krieg zu führen? Ja, wir sind halt erst 61. Ich glaube, die hoffen, dass noch mal weitergespielt wird, finde ich ehrlich auch. Weiß ich nicht, weil der Punkt ist, ich bin nächste Woche wieder in Leipzig und dann habe ich es freitags immer ein bisschen schwierig. Ja, aber kann man ja auch einen anderen Tag machen. Ja, dann, aber wenn man es dann irgendwie an den Sonntag oder so legt, dann können ja noch mehr Leute nicht. Samstags? Ja, das ist, müsste ich dann sehr spontan machen. Das ist, meine Lebenssituation in Leipzig ist eine etwas andere wie zu Hause. Ich bin da ein bisschen eingebundener. Deutlich eingebundener. Also ich weiß nicht, ob ich. Ich habe wahrscheinlich im Schnitt alle 10 Tage mal einen Tag frei. Ja. Oh. Das ist schlecht. Aber. Ich meine, ihr müsst. Braucht ja nicht unbedingt mich, um weiterzuspielen, oder? Also, ich meine. Eigentlich nicht. Aber man bräuchte halt in den USA, aber man könnte es vielleicht organisieren. Also, wenn ihr dann. Also, ich würde mich sogar sehr, sehr freuen, wenn ihr es auch privat weiterspielt. So. Ich gebe euch da channel-technisch alles, was ihr braucht, und dann macht ihr da weiter. Also, wäre cool, wenn ihr es hier auf dem Discord macht. Aber. An sich hält euch niemand davon ab. Ja. Ich frage euch. Also, auch an die Zuschauer, die Videos sehen und so weiter, kommt gerne auf den Discord. Das wird hier maybe weitergespielt. Also, wahrscheinlich. Oh, fuck, ich glaube, meine Naval Invasions kommen nicht durch. Ah, doch. Ja, ich bin Russland. Ich lass mal einen anderen Channel, ja? Ja, okay. Sollen wir in einen anderen Channel gehen? Ja. Okay. Das interessiert mich jetzt aber schon, was der Russe dazu sagen hat. Mich wundert das auch, dass der Russe tatsächlich nicht einfach Qing gepiest hat, so. Anstatt, und dann halt gegen den Deutschen, weil die Gebiete sind doch, also. Der hat da schon ein bisschen Holzproduktion verloren. Der und Textiles auch. Warte, was hat er hier? Großpolen war das. Ost- und East-Prussia. Ja gut, aber da hat der Russ ja nichts gebaut, oder? Das sind ja quasi leere Staaten. Eine 12er Textile-Mill ist... Also Textilien? Ah, 12 Uhr tatsächlich, okay. Ich dachte schon, der Russ hat jetzt extra strategisch nicht an seiner Front irgendwas gebaut. Ey, dieser Naval-Kampf, ich kämpfe jetzt seit 100 Jahren gefühlt mit 20 gegen 1. Ich dachte, das wollen sie fixen, dass das nicht mehr... Ah, das Spiel steht. Der Naval-Kampf ist immer noch absoluter Bullshit. Ja, aber die haben das doch fixen wollen, dass du quasi bei Kämpfen, dass teilweise der andere noch so 20 Mann oder so hat. Du hast 10.000 und er hält dann noch so eine Woche oder zwei. Ich weiß es nicht. Heiko, warum machst du zu wenig Schulden? Weil ich gerade Stahlbeton und relativ direkt danach Stahlskelett baue. Ich laissez-faire habe, deswegen nichts abreißen kann und deswegen gerade nicht mit Bausektoren übertreiben will, aber jetzt natürlich mittelfristig deutlich mehr bekommen wird. Meine Naval Invasion ist durch. Komm, ich würde es nochmal versuchen. Also. Ja, ich weiß nicht, ich wollte gerade fragen, wie lange wir eh noch. Wir spielen wahrscheinlich eh noch bis 23 Uhr, deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Aber der Punkt ist aber, Chrome, ich habe gerade eben erwähnt, weil ich kann wahrscheinlich nächste Woche nicht. Ah, Italien ist durch. Aber wenn ihr das ohne mich weiterspielen wollt, dann habt ihr meine volle Unterstützung. Ich gebe euch auch pingtechnisch alles frei und so. Ist nur so, dass ich halt nicht kann. Ich muss auch selber schauen. Immer diese Studenten, die müssen lernen und. Ja, ich bin halt am Wochenende dabei Kollegen in Bayern. Und ich wohne nicht in Bayern, das heißt, ich muss. Ja, wenn du Bayern so betonst, dann gehe ich davon aus, dass du nicht in Bayern wohnst. Sonst würdest du das. Deswegen muss ich mal schauen. Oder lohnt sich nicht mehr? Ich glaube, es lohnt sich nicht. Mehr. Nee, für die halbe Stunde. Dann euch viel Spaß noch. Ja, danke fürs Mitmachen. Ciao. Ciao. So, jetzt kann ich hier das in Pennsylvania rausziehen, mein Bonus. Jetzt weißt du, jetzt mache ich das, was ich am Anfang gemacht habe. Jetzt hier wieder richtig reinschwitzen mit den Erlassen. Aber eigentlich nur nicht, weil ich reinschwitzen will, sondern weil ich mich einfach ich habe da noch was. Okay. Einfach nur, weil ich unglaublich glücklich darüber bin, dass ich wieder Erlasse habe, nachdem ich hier die Ding losgeworden bin. So, Schichtarbeit. Gut, das bringt mir jetzt nicht so viel. So, ich habe teure Regierungsware. Holz. Bitte Russland. Nee, mir liefert keiner. Scheiße. Muss es ja selber machen.
Ich war zwischenzeitlich mal der weltweit größte Holzproduzent. Ich hoffe, ich bin es nicht mehr, weil das etwas traurig ist. Ja, also der Punkt ist, ich habe manchmal halt auch das Problem, also ich finde es manchmal ein bisschen unübersichtlich. Okay, hier habe ich noch 8000, da kann man voll bauen. Mit dem Holz ist halt manchmal, ich finde es so unübersichtlich zu bauen, weil du kannst nicht einfach auf die Übersicht, weil dann siehst du nicht, welche Art von Holz hier produziert wird. Ja. Und wenn du in der anderen Übersicht bist, dann siehst du nicht, wie viel freie Bevölkerung du hast. Also klar, du kannst immer eins bauen und wenn dann eine Meldung kommt, jo, geht nicht, aber das Problem ist halt, nicht genügend qualifizierte Pops. Nicht genügend qualifizierte Pops und nicht genügend Pops. Ja, nicht genügend Pops. Ja, das ist halt blöd. Trotzdem noch eins bauen. Das Problem habe ich auch jetzt mittlerweile nicht genügend Pops und eigentlich allen bis auf einen Start. Münster den Sozialismus freigeschalten. Ja, ich auch. Dadurch habe ich Proportional Taxes. Ich habe das sogar durchbekommen, auch wenn ich nur 6% Chance dafür hatte. Ich hatte echt Glück, dadurch brauche ich jetzt echt viel Geld und kann gut bauen. Ich baue jetzt mit 1500. Bei mir kommen jetzt schon die Albanier ins Land. Perfekt. Und wie viel baut Heiko gerade eigentlich? Ich bin jetzt erst bei 600. Also es wird jetzt langsam anspringen, aber ich hänge so hinterher. Also bei mir hat alles so lange gedauert. Das wäre auf jeden Fall schneller gegangen. Irgendwie. So, haben die immer noch Aufruhr? Ja. Das ist schlecht. Aber ich kann trotzdem ein bisschen Färbemittel bauen. Boah, ich habe ja fast Indien. Also britischer Ratsch halt. Ich hab die fast vom BIP her. Ach so, meinst du ja. Ich bin gerade verwirrt, hä? Was in den so, vielleicht habe ich jetzt wenigstens mal ein bisschen Glück. Ah lol, ich wollte noch Mexiko kloppen. Ja gut. Also Staat erobern. Ich will das hier und. Die technisch, ja, sieht echt knapp aus. Bacher, irgendwas. Der Krieg mit Spanien ist fein. Sofort vorbei. Ich hab doch Portugal komplett. So, der War Support von Portugal tickt minus 12 pro hier Woche. So, das sollte, denke ich mal, kein größeres Problem werden. Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich ja gefühlt keine Truppen habe, aber egal. Oh, Indochina, ein bisschen. Ja, radikale Pops loswerden. Weißt du, ich mach das, was Russland in Real Life macht. So, ich schicke irgendwelche Minderheiten in den Krieg. So, das ist nicht so schlimm, wenn sie sterben. Ah, ja. Das mache ich aber auch. Also, Lower Egypt habe ich eine 50er Kaserne gebaut. Zwar, ich weiß nicht, irgendjemand hatte mir damals einen Tipp gegeben, von wegen, ich soll das doch bitte immer mit den Südstaaten machen. Das fand ich richtig gut. Ich habe einen General, der hat keine Truppen. Das ist schlecht. Heiko, weißt du, was traurig ist? Was? Dass mein Stack früher an der Front ist als deiner. Einer von meinen. Ja, stimmt. Weil also du den jetzt erst reingemacht. Aber das ist gut, wenn du das machst, dann kann ich meinen woanders hinschicken. Wenn du damit 100 Mann kommst, dann. Ja, das. Du hilfst mir jetzt auch wirklich nur, weil du mir unter die Nase rein bist, dass ich dir nie helfe. Nein, das würde ich nie tun. Doch, später kommt. Heiko, wolltest du nicht noch Kolumbien Bescheid sagen, wenn du Mexiko ich dachte, der kriegt das mit. Achso, du hast recht. Wie soll ich das noch sagen? Ich dachte, der sieht das dann automatisch. Wo ist denn der schon wieder? Ich vermisse mein 4K-Bildschirm. Ich habe übrigens eine Grafikkarte gekauft und alle, die es nicht mitbekommen haben, ich bin sehr glücklich. Kolumbien, ich gehe da rein. Ganz vergessen. Ja, das Problem ist, ich hatte gerade kein Interesse frei und musste, also ich bin zu einer kleinen Macht geworden und mein Interesse in Mexiko ist weg gewesen. Okay, also der Punkt ist, du würdest ja einfach von der anderen Seite reinkommen, oder wie machst du es? Ja. Genau, okay, dann klappt es. Ja, weil ich war gerade, jemand hat gemeint so, ja, ich soll doch bitte dir Bescheid geben. Ich so, ja, warum denn so, der kriegt es doch mit. Ja, ich hab das schon mitgekriegt. Aber du hast halt kein Interesse. Genau in dem Moment ist mein Interesse ausgelaufen. Ja, das ist doof. Aber es müsste jetzt wieder da sein. So. Tom, wie lange bist du heute eigentlich wach? Ich bin, ich hab ja morgen ist Samstag, ne? Ja, geht's weit auch. Ich muss morgen ein Heu-Video aufnehmen. Sollte ein bisschen Uni-Stoff, den ich die Woche verpasst habe, nachholen und das war's. Ja, ich muss mich morgen auf eine Feier vorbereiten, weil ein paar hundert Leute. Achso. Oh, nee, weil hier ja ein paar hundert Leute vorbeikommen, deshalb. Achso, warte, das ist die Party, zu der du mich auch eingeladen hast. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
Du hättest mich fairerweise jetzt mich 2 Wochen vorher eingeladen, hätte ich kommen können. Ja, okay. Zur nächsten Party ein bisschen. Ich bin. Aber ja, jetzt mit Deutschland-Ticket und so ist, glaube ich, eh nochmal ein bisschen entspannter. Also maybe. Studententicket regelt. Ja, ich muss die Differenz trotzdem zahlen. Aber da direkt mal Umfrage an Leute. Gibt es Leute, die ein Problem mit dem Deutschland-Ticket? Also ich finde halt, ich finde ja das Ziel, wofür man ja argumentiert hat, diesen Bürokratieabbau und so weiter, das hat man damit ja geschafft. Klar ist jetzt Anführungszeichen teuer, aber mich kostet das 20 Euro im Monat. Also irgendwann mal muss man auch mal sagen, was ist denn, also irgendwann mal reicht es dann halt auch mit, es muss ja billiger werden. Also klar, es ist natürlich schöner für mich als Person, wenn alles noch billiger wird, aber wisst ja, Geld hat eine Lenkungssteuer und die setzt du halt irgendwann mal aus, wenn du es komplett quasi am Ende dann umsonst machst. Ja, ich finde es komplett fein, so. Also ich finde auch den Preis fein. Also wenn sie, ich finde halt, da sind Mathematiker anwesend. Also du hast halt so einen degressiven Verlauf, sage ich mal. Also es ist so, dass du am gewissen Punkt, also wenn du 90% der Leute glücklich gemacht hast, musst du quasi so viel aufwenden, wie du für die 90% aufgewandt hast, für nochmal 5% mehr so auf die Art. Und ich finde, irgendwo musst du dann halt auch mal sagen, ja, okay, die Sieglinde, bei der jetzt diese eine spezielle Sonderfall trifft, die kann sich dieses Ticket jetzt dummerweise nicht leisten. Aber so, keine Ahnung, Politik muss sich halt auch noch mit anderen Sachen beschäftigen, als immer dann auch noch den allerletzten Bauern irgendwo abzuholen, so auf die Art. Das ist dann halt schwierig. Ich finde, ich merke auch zum Beispiel natürlich diese riesen Nachteile, dass meine Eltern, die wohnen auf dem Land, denen bringt das Ding natürlich gar nichts. Hier fährt alle 4 Stunden einmal der Bus. Natürlich ist es ein Nachteil dann, aber man muss ja sich mal darüber freuen, dass es halt irgendwo geholfen hat und dass es jetzt besser ist als vorher. Also ich bin ein riesen Fan dieses Dings, weil es halt auch vor allem diese Bürokratie so massiv abbaut. Man muss sich jetzt nicht mehr die ganze Zeit damit beschäftigen, was ich jetzt wo wie kaufen kann. Also manchmal ist es ja echt stressig. Neulich, da war ich in Berlin. Also fangen Geschichten prinzipiell an, wenn was Schlimmes passiert. Aber und da war das Problem, dass ich nicht wusste am Anfang, welches Ticket ich brauche, um zum BER zu gehen. Weil da brauchst du ja nicht AB, sondern ABC. Und da habe ich mir ein AB-Ticket geholt und da musste ich noch googeln, wie ich mir das C-Ticket noch dazu hole, weil ich bin so jemand, ich kann nicht schwarz fahren, ich fühle mich aber so schlecht. Und lauter solche Sachen. Und jetzt hole ich mal dieses Deutschland-Ticket und Thema erledigt. So. Das finde ich aber auch so mit Tickets holen. So, es ist halt jedes Mal, wenn du irgendwo bist, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, aber relativ nah an der niederländischen Grenze, da gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Echt jetzt? Bist du mal irgendwo im Urlaub? Ja, basically gibt es nicht. Wir haben keine Zugangsbindung. Also für die nächste muss ich nach in die Nachbarstadt, nach Bocholt. Mhm. Da gibt es aber auch nur eine, die geht nach Wesel. Und dann kannst du von Wesel ins Ruhrgebiet fahren. Und von da aus kannst du dann irgendwo hin nach Deutschland. Das war's. Perfekt. Das ist der Vorteil, wenn man in Hamburg wohnt. Deswegen, also es ist halt, ja, toll. Nicht. Was ich halt vorteilhaft finde als Student, wenn du in Hamburg studierst, hast du halt einfach Deutschland-Ticket bezüglich Deutsche Bahn einfach kostenlos mit inbehalten. Zumindest ich. Ja. Ich war ja schon immer sehr neidisch, muss ich zugeben, auf die NRW-Leute. Dass die in NRW kostenlos fahren können und so. Weil ich habe ja damals, als ich in Stuttgart studiert habe, konnte ich halt legit nur in Stuttgart mit meinem Ticket fahren. Ich konnte nicht mal in meine Heimat fahren. Als Student, genau. Ja, als Student kannst du in NRW überall fahren, wo du willst. Und wenn du Schüler bist, kannst du auch so ein extra Ding kaufen und auch überall. Ja, und das war bei uns immer echt übel. Und jetzt zum Beispiel, ich studiere in Leipzig, kann witzigerweise damit mit meinem Ticket nach Halle fahren, was in Sachsen-Anhalt liegt, aber nicht nach Dresden. So, und ich gehe eigentlich sehr gern nach Dresden, weil da durchaus auch Leute mehr oder weniger wohnen, die ich kenne und so weiter. Aber ja, muss halt jedes Mal ein Sachsen-Ticket mir holen dafür. Wenn man zu zweit fährt, geht's noch, ist aber trotzdem irgendwie 15, 20 Euro pro Person, was halt komplett übertrieben ist dafür. Und witzig ist, die Leute, die in Dresden studieren, können umsonst aber nach Leipzig fahren. Nur nicht andersrum. Das ist halt so ein deutsches Demokratie-Ding. Ich frage mich gerade, warum ich mit so Demokratie. Was ist diese Demokratie? Hört auf damit. Ganz schlimm. Guten Abend, Nachtbandit. Kreaturen kann ich mal wieder bauen. Heiko? Ja. Ich will dich einmal kurz vorwarnen, du bist gleich in einem Krieg gegen Deutschland. Ich helfe. Okay, dann mache ich aber einen neuen Part. Das ist dann auch der letzte. Dann hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat, weil ich habe hier gerade ganz schlimme Nachrichten bekommen. Also bis dahin. Ciao, Leute. Aber sieht gut aus.